Genau, Ja, guten okay. Morgen. Ist doch noch morgen, oder nicht? es ist 11 Uhr, fast 11:20 Uhr, Ja, aber ab 12 Uhr ist Mittag. guten Jetzt hast du Morgen. guten Morgen. Okay, alles klar. Okay, ist Guten in Ordnung. Morgen. Oder soll ich guten Tag sagen? Nicht, kein Problem. Nee, kein Problem, wie Sie wollen. Können Sie auch Wenn guten Sie Abend sagen. Das da ist kein möchten, kann ich Problem. Sie auch gute Nacht sagen. Nicht, kein Problem. Also, ich spreche mit dem Herrn Maulwurf, ja? Nein. Nein. Also sind Sie nicht der Herr Hans-Herbert Maulwurf? Nee, denn das die, bei den Hausen Hausmeister ist der dem Maulwurf heißen Hausmeister, den seine Arbeit Ist machen. der Hausmeister. Ja. Okay. Also eine Frage, weil das ist kein persönlicher Anruf. Trotzdem, wann kann ich schon den Herrn Maulwurf kontaktieren oder wo kann ich ihn erreichen? Der ist bei vielleicht bei seiner Werkstatt drinnen. Soll ich den holen? Ist der wichtige Sachen, ja? Soll ich den holen? Ja, wenn Sie können. Ja, guck mal, ob kann ich eine Durchstellung bei seiner Werkstatt machen. Einen kleinen Moment, bitte. Ja, einen Moment. Okay. Wer ist da? Hallo, schönen guten Tag. Ja, Ich hier ist spreche mit. Maulwurf. Wer ist denn da? Also sind Sie der gleiche Person, das mit mir gesprochen hat? Hier ist Enden Sie jetzt Maulwurf. Wer bitte. ist denn da? Hab ich gefragt. Ich frage jetzt nicht nochmal. Okay, also ich bin die Frau Christina. Es Ja? geht schon über die. Ist Ich bin die Frau Waschmaschinen kaputt? Christina. Okay. Wollen Sie mir jetzt verarschen oder was? Wie redest denn du mit mir, du alte Hur? Schlag die tot? Was Haben Sie ist das? Probleme mit das Gehirn? Naja, das musst du gerade sagen. Gehen Du Sie bist bei mir. sowas Kriminelles wie dich, habe ich ja noch gar nicht gesehen in meinem Leben. Bist du Was für eine. Telefonbetrüger, bist du? Bist arg Entschuldigung, kriminell. was sagen Sie schon? Ja, ich Entschuldigung, sag's dem bitte. Pfarrer, wirst exkommuniziert. Entschuldigung, Kommst aufs Schafott? ich hab Verstehst doch gar du's? nichts gesagt. Was sagen Ja, Sie ich denn? schlage dich alle zusammen. Wirst totgeschlagen von der Mafia. Wie kommen Sie an diese Meinung, bitte? Ja, ich hab dich schon gehört. Von dir gibt's Videos im Internet. Okay, bitte reden Sie jetzt gut, also brauchen Sie die Stimme nicht zu ändern. Ich verstehe ganz gut, dass Sie jetzt mit mir spielen. Ja, du bist eine dreckige Ich gehe Hure. dann. Mit dir kann man nichts anderes machen. Du hast mir das Okay, Geld seien Sie gestohlen. Das bitte. will ich wieder haben. Gib mir mein Geld Nein, zurück. nein, ich habe Ihr Geld nicht gestohlen. Doch, gib mir mein Vielleicht haben Geld Sie das wieder. jemand. Los, Ich gib's habe Ihr her, du Geld nicht verstohlenes gestohlen. Ich Stück, habe du. nicht das Geld. Ich habe Diebische nicht das Elster. Geld. Ich Du habe bist nicht das Geld. ja diebischer als Schwabe. Entschuldigung, ich weiß nicht, was für eine Erfahrung Sie haben schon Hey, früher, hol das aber wirklich Schlagstock. überhaupt gar keine Ahnung davon. Hey, doch. Also, Wirst mit dem reden wir Klebeband an jetzt der wirklich. Stuhl gefesselt und dann hole mal die Hühner rein, die picke das Auge aus. Und dann wirst du auf der Box spannen, du elende Hure. Okay, Verstehst werden du's? Sie wieder mich beleidigen? Ich habe Ihnen gar nichts Ah gemacht. ja, du bist ein Kriminelle, du wirst Ich eingesperrt bin nicht im Kerker. Kriminelle. Und dann kommt da voll Okay. der Knecht und du kriegst nur Brot und Wasser zu fressen, was anderes hast du gar nicht verdient. Mein Lieber, ich weiß es nicht wirklich, was Sie früher erlebt haben. Vielleicht haben Sie auch Ah, Recht, dass Sie so reagieren, aber ich persönlich habe ich Ihnen gar nichts ja. Ah, weil gemacht. ich dir gar nicht Gelegenheit gibt dazu, du verstohlenes Stück. Du klaust alte Leuts Geld, die haben da nichts mehr zu fressen. Wie kannst denn du Nein, nachts schlafen? okay, Elendes ich klaue Volk, nicht die du Leuten, ich blödes. klaue nicht die Leuten. Ah, Das doch. ist nur ein informativer Anruf. Ich brauche Ja, gar nichts von natürlich. Du rufst Ihnen. aus reiner Menschenfreundlichkeit und aus Kulanz rufst du an. Willst Mein kein Geld lieber, haben. Entschuldigung, Entschuldigung, das ist. 250 Euro Mindesteinsatz. Ich kenn das Nein. alles. Nein, nein, Ah, nein, nein. doch. Also reden Sie jetzt bitte seriös mit Ah mir, ja? ja, das mache ich Also die ganze Zeit falls schon. nicht. Mir fallen auch ganz andere Sachen ein für Figuren wie dich. Also
Also, bitte. Also seien wir jetzt am Ball. Das ist nur ein informativer Anruf. Ja, ja. Ich habe Ihnen heute angerufen, nur zu wissen, was Sie früher erlebt haben an diese Sachen. Ich brauche überhaupt gar nichts von Ihnen. Denn, was ich Geld weiß gestohlen. Gar nichts von... Ja, mein Geld Wer gestohlen. Hat gestohlen. Bitte okay, reden Sie. T1 Market, Sie haben mal mein Geld gestohlen. Okay, mein Lieber, Entschuldigung, brauchen Sie die Stimme nicht so zu machen wie ein kleines Kind. Reden Sie seriös. Ah, nein. Es ist nur... Okay. Okay, alles klar. Wie heißt die Firma nochmal, bitte? T1! Nochmal? T1 Markets! T1 Markets hat die Firma, wo Sie das Geld verloren haben. Ah ja, die haben das Geld gestohlen. Die haben dich das Geld gestohlen? Ah ja, ich hab gesagt, ich krieg Geld wieder, hab gar nichts wiedergekriegt. Denn? Ich hab's Wie dem denn? Pfarrer gesagt. Wie denn? Wie haben Sie das Geld gestohlen? Ich verstehe das nicht. Ich habe gesagt, ich soll einzahlen und dann kriege ich das Doppelte wieder. Ich habe gar nichts wieder gekriegt von dem Pack. Okay, okay, okay. Wie viel hast du verloren? 6.000 Euro. 6.000 Euro? Ja, ist alles weg. Gib mal das Geld wieder. Ich okay, habe mich lebendig im Leib gehäutet. Okay, okay. Haben Sie noch Kontakt jetzt mit der Firma oder nicht mehr? Nein, ich habe Russen Mafia angerufen, aber die können mir auch nicht mehr helfen. Okay, 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 okay. Mein Lieber, guck mal. Ich weiß nicht, mit wie vielen Firmen hast du schon gearbeitet, dass du mit mir so redest, ja? Also nein, jetzt ganz viele. Jeden Tag rufe ich die an, von morgens okay. bis abends. Weißt du meine okay. Telefonnummer her, du alte Hur? Okay, okay, okay. Bitte, mal. Ich bitte Ihnen jetzt zu stoppen, mich zu beleidigen. Lassen ah, ja. Sie mich ein bisschen vorzustellen. Lassen Sie mich bitte ein bisschen vorzustellen. Also, ich bin, sag ich mal so, wie eine Account Manager. Das hat der andere Grund, auch gesagt, der mir mein Geld okay, gestohlen hat. Okay. Okay, okay, ich erkläre es Ihnen, warte kurz. Das Grund, wieso ich heute angerufen habe, ist, weil ich weiß, dass Sie schon früher Erfahrungen haben an diese Sachen. Ich will überhaupt gar kein Geld von Ihnen haben, überhaupt gar keinen Cent. Wenn ich etwas tun kann, Ihnen zu helfen, das Geld zurückzubekommen, werde ich das machen, mit überhaupt gar keine Zahlungen von Ihnen. Ich bitte Sie, bitte Sie, bitte Sie, es ist nicht so, dass die alle Firmen in der ganzen Welt sind gleich oder alle sind Betrüger oder was. Das weiß ich. Ah, ja. Also, jeder ist schon unterschiedlich, ja. Es gibt auch richtige Firmen, wo man richtig verdienen kann. Ich weiß Ihre Erfahrungen, deswegen habe ich auch Ihre Telefonnummer. Hier habe ich die ganze Informationen. Aber ich bitte Sie, ein bisschen seriös mit mir zu reden, weil, wie gesagt, ich will überhaupt gar nichts von Ihnen, Herr Maulwurf, Entschuldigung, ja? Maulwurf, muss ich das schon richtig okay. aussprechen. Das hat der andere auch nicht nachgekriegt. Von wo rufst du an? Auch von Zypern? Nein, ich melde mich von London, von England. Von London? Das gehört ja gar nicht mehr zur EU. Was habt ihr damit zu tun? Ja, es ist nicht so, dass das nicht gehört, nicht mehr zum EU und wir können nicht mit dem EU arbeiten. Ja, also ich arbeite mit dem ganzen Deutschland, mit Schweiz, mit Österreich. Ich arbeite mit Ländern in Europa. So, das hat nichts zu tun, ja. Herr Maulwurf, ja. Was ich Ihnen sagen wollte, die haben mich gesagt, dass Sie überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit der Firma haben, ja? Nein, was soll ich mit denen noch reden? Die haben mir mein Geld gestohlen. Wie haben Sie das Geld gestohlen? Haben Sie in mit Überweisungen das gemacht? Also haben Sie das Geld in eine Bank eingezahlt? Nein. Oder ist das über die Kreditkarte gemacht? Nein, mit der Mastercard habe ich das gemacht. Die haben mir das Geld gestohlen. Mit der Mastercard. Und haben Ihnen überhaupt gar nichts gesagt, dass Sie das Geld nehmen, oder was? Ah doch, die haben gesagt, ich soll es investieren und da wird viel mehr zurückkommen. Es ist alles weg. Sie haben nur mit dieser Firma gearbeitet? Ja. Oder mit anderen? Ah ja. Nur mit dieser Firma? Ja. Okay, alles klar. Okay, Herr Maulwurf, wo finde ich Ihnen gerade? Sind Sie beim Arbeit? Nein, ich bin daheim. Sind Sie daheim? Okay, alles klar. Können Sie bitte, warte kurz, mir den Namen von der Firma wiederholen? Ich möchte das in meinem Computer schauen. Ja, T1 Markets. Also C. Theodor. Aha, T, okay. Ja. T1 Markets. Okay, alles klar. Warten Sie mal kurz, bitte 2 Minuten in der Verbindung.
Ja. Okay, D1 Markets. Ja, so ist das. Okay, kleiner Moment. Eine Frage, das hat nichts mit Trading zu tun. Ja. Ist die Stimme so, also real, oder machen Sie das angeblich, dass Sie so reden? Weil ich verstehe das nicht. Aber du hörst doch, wie ich red. Es ist normal, oder nicht? Das hört sich ein bisschen komisch an, weiß ich nicht. Selber gleichfalls. Kleiner Moment. Also D1 Markets. Okay. Ja. Wo befindet diese Firma? In welchem Land? Auf Beim Zypern? Zypern, das Drecksvolk, das Blöde. Okay. Alles klar. Und die Einzahlung, haben Sie über den Bitcoins gemacht oder ist das auf einem normales Bank gegangen? Nein, das war bei denen aufs Konto. Haben Sie das die MetaTrader 4 noch geöffnet an Ihrem Computer? Nein, jetzt alles runtergeschmissen. Es ist alles runtergeschmissen. In einem E-Mail von der, also bei der Firma haben Sie geschickt oder Ah ja. was weiß ich. Ich hab's der Telefonziege gesagt, die hat mir auch nicht helfen können. Das alte Viech, der hat auch stumpfe Hörner inzwischen. Alles abgestoßen. Okay, 6.000 € haben Sie verloren zusammen mit dem Profit oder ist nur das Geld, was Sie Nein, es eingezahlt ist mein Geld gewesen. Die haben gesagt, die machen da ganz viel Geld draus. Okay, mein Lieber, damit ich auch ein bisschen klar sein kann, weil diese Sache ist schon ein bisschen kompliziert. Also, Sie haben das Geld durch die Trading verloren, also ich meine, die Operationen sind negativ gelaufen oder Sie waren im Positiv und die Firma hat Ihnen nicht mehr kontaktiert. Also, Sie könnten, oder besser zu sagen, Sie könnten keine Auszahlung machen. Nein, die haben einfach nicht mehr geschrieben. Ich will ja mein Geld wieder haben. Kannst du mir da helfen? Du hast es schon gesehen, die Operationen, was der Broker für dich geöffnet hat? Nein, gar nicht. Die haben gesagt, das Geld ist weg. Entschuldigung, bitte. Also, Sie haben eingezahlt und Sie haben nicht gearbeitet? Doch, die haben gesagt, die machen das für mich. Die haben so ein Auto-Trading-System. Und jetzt ist mein Und du ganzes hast das Geld nicht weg. gesehen. Und du hast Nein. das nicht gesehen? Die haben gesagt, die machen das alles für mich und jetzt ist mein ganzes Okay, Geld weg. okay, Das okay, okay, Gesindel, das okay. Elende. Und der Okay, Roboter ist auch nicht, okay. die haben mir einen Roboter versprochen. Den haben sie auch nicht geschickt. Qual, extra neue Base gekauft für das Viech. Okay, mein Lieber, auch ich habe schon mit meinem Kunden gearbeitet. Ich habe auch bei meinem Kunden gesagt, dass ich alles für sie mache. Aber es bedeutet nicht, dass der Kunde nicht sieht bei dem Computer, was ich für den Kunden mache, ja? Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich, das war schon die erste Mal, dass du Trading gemacht hast. Ja. Das erste Mal. Okay, alles klar. Okay, gut. FCA kennst du? Nein, was ist das? Okay. FCA heißt die Financial Conduct Authority. Das ist schon, sag ich mal, so eine Institution, wo die alle Firmen sonst in England sind schon reguliert. Also du kannst es schon sehen beim FCA, welche Firma ist lizenziert und welche nicht. Natürlich die FCA, außer die Lizenzen, was schon für die Firmen in England und auch im EU früher gegeben hat. Natürlich die FCA be beschäftigt sich auch mit den Kunden, die schon früher das Geld verloren haben. Ja. Natürlich am Anfang, die brauchen gar nichts. Entschuldigung, unterbreche mich nicht. Hey, red Natürlich schon, am wie du alte Hur! Hab mal Respekt vor der alte Frau! Also, du bist eine Frau oder bist du ein Mann? Hey, bin eine Frau! Marianne Maulwurf! Du bist eine Frau. Ja! Okay. Ist eine Frechheit, ist das? Das erzähle ich am Sonntag in der Kirche. Okay, kleinen Moment mal bitte. Also, ich stelle jetzt eine Frage. Willst du das Geld zurückhaben, ja oder Ah ja, nein? klar.
Willst du? Wenn du das Geld zurückhaben willst, dann ich bitte dir, stopp mich zu beleidigen und rede mit mir seriös Ah und ja. ehrlich mit mir zu sein. Habe ich von Anfang das gesagt, dass ich brauche überhaupt gar keinen Cent von dir? Was bist du, eine Frau oder ein Mann? Das Ja. weiß ich nicht. Aber ich bitte dir, jetzt seriös zu sein, will ich überhaupt gar keinen Cent von Ihnen, aber ich bitte Sie, jetzt stopp zu beleidigen, Ah weil ich ja. bin hier gar kein Schwein, das mit dir redet. Ah Okay? ja. Okay, gut. So, willst du jetzt wieder mit dem Beleidigen weitermachen oder willst du jetzt seriös mit mir Ich reden? höre jetzt erst einmal zu, was du jetzt sagen hast, und so lange überlege ich mal Sache. Aber hab schon ein bisschen Respekt für mich. Ah Obwohl du ja, mich was? beleidigst, habe ich dir auch trotzdem mit dir gesprochen. Jetzt Jetzt hab schon erzähl ein bisschen halt. Respekt. Jetzt erzähl Ja, halt. danke schön. Also, FCH beschäftigt sich auch mit das Geld, was der früher das Kunde, sage ich mal so, verloren hat. Natürlich, die brauchen am Anfang überhaupt gar nichts. Das wird sich ein bisschen dauern. Das dauert vielleicht 2 Wochen oder auch einen Monat. Ich weiß das nicht, bis du eine richtige Antwort von dem FCA bekommst. Die werden schon recherchieren, wo das Geld gegangen ist. Natürlich, um die Recherchierung, die brauchen die Informationen, in welchem Bank hast du das Geld eingezahlt, ja? Weil die Plattform, sage ich mal so, die Plattform ist nur etwas Virtuelles. Also beim Plattform, du kannst gar nichts schauen, ja? Also Plattform ist es nur etwas Virtuelles. Nur die Bank, wo du das Geld eingezahlt hast, kann das schon überprüfen, wo das Geld genau befindet. Und du hättest schon Glück gehabt, wenn die Bank, wo du das Geld eingezahlt hast, eine richtige Bank ist. Weil was passiert, mein Lieber oder meine Liebe? Weil bis jetzt weiß ich nicht, was bist du, eine Frau oder ein Ich Mann? bin eine Ich kann Frau, dir habe ich nicht. gesagt, schon dreimal jetzt. Okay, ich kann dir jetzt nicht zwischen die Beine sehen. Soll ich dann ein Foto schicken? Was stellst du für Frage? Nein, brauche ich nicht, danke schön. Also, es existiert auch so. Es gibt auch Bänke, die schon nur für 24 Stunden oder 48 Stunden existieren, ja? Das ist nur diese Bank von Litauen oder Polen, die schon die Leuten gestohlen haben, ja? Und wir werden das schauen, was genau für eine Bank war das. Und wenn das geht, wenn das eine richtige Bank ist, natürlich, die werden uns eine Antwort geben, ob das möglich ist, um das Geld zurückzubekommen oder nicht. Ja. Wenn du wirklich Interesse hast, an deinem Geld wiederzukommen, ich Ja. bitte dich, Schritt bei Schritt mit mir das langsam zu machen. Ja, Okay? gut. Also, wir werden zusammen alle Informationen nehmen. Du schickst mir alles und ich mache das für dich, ja? Ja, können wir die dann in der Knast Aber bringen und in die Forensik, da jeden einzelnen von denen. genau, mein Lieber, guck mal, Nerven zu haben oder die Leute zu beleidigen oder was weiß ich, bringt gar nichts, das garantiere ich dir, ja? Also, obwohl du mich jetzt zum Beispiel beleidigst, obwohl du nervös bist oder was weiß ich, Ja. das bringt an dich gar nichts. Für dich ist es wichtig, an dein Geld zu kommen, ja? Obwohl diese Leute dich gestohlen haben, du kannst gar nichts machen an diesen Leuten. Du hast 6.000 Euro verloren, aber glaub mir, es gibt Leute, die schon mehr als 100.000 Euro verloren Das haben, ist ja? mir ja egal, was andere Leute machen. Genau. Aber ich sag dir, du mit Nerven, mit Arroganz, das geht nicht weiter, ja? Das geht nicht weiter. Und auch nicht negativ zu denken, habe ich dir gesagt. Guck mal, nicht die alle so Leute sind gleich miteinander, ja? Wenn ich zum Beispiel, wenn du auf dem Spiegel bist, du siehst ein gutes Person, glaube ich, ein netter Mensch. Ah So ja, ich passiert bin ein auch garstiger Beser, aber das ist ja egal. Okay. Jetzt, ich bitte dir, bitte dir, bitte dir, sei bitte ehrlich mit mir. Ja? Bist du richtig der Herr Hans-Herbert Maulwurf Nein, ich bin oder seine nicht? Frau, das habe ich jetzt schon viermal gesagt. Wie heißt du? Jasmin? Marianne? Marianne. Ja? Marianne Maulwurf. Marianne Edelgret Maulwurf. Marianne. Marianne, aber wieso hast du so eine Stimme, die. Weiß ich nicht. Das hört sich ein bisschen komisch. Du bist verheiratet, ja? Ah ja, klar. Seit 36 Jahren.
Hast du Kinder? Nein. Nein. Okay, Du? alles klar. Ja, habe ich einen Sohn. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 57. 57. Ja. Okay, Warte mal, bis gut. du so alt bist, dann hörst du dich auch nicht mehr an wie mit 18. Wie höre ich? Dann hörst du dich auch nicht mehr an, als ob du 18 bist. Man wird älter. Das wirst du auch noch merken. Nein, Die Stimme wird nein, ich rauer bin und nicht. wird's hänge. Und weißt, wo dran bist. Ich bin 25 Ah ja, Jahre alt. siehst du, hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, habe ich schon, habe ich Zeit genug. Okay, Marianne, guck mal, meine Liebe, was wir ja machen werden. Ich weiß nicht, ob du E-Mail-Adresse benutzt. Benutzt du E-Mail-Adresse? Nochmal, was? Benutzt du E-Mail-Adresse? Ah ja, von meinem Mann, der macht die Okay. Sache mit dem Computer. Okay, alles klar. Kann ich kurz mit deinem Mann reden, bitte? Warte mal. Hallo, hier ist Maulwurf. Wer ist da bitte? Okay, Herr Maulwurf. Ja. Also, guck mal, können Sie das Handy bitte mit Lautsprecher jetzt machen und reden Sie ein bisschen mit Ihrer Frau, damit ich Ihnen zusammen hören kann? Wer ist denn da? Hier ist die Frau Christina, habe ich jetzt mit Ihrer Frau gesprochen, ja? Ja, Also machen Sie sind bitte. Sie von T1 Markets? Nein, ich bin nicht von T1 Markets, habe ich alles bei Ihrer Frau schon erklärt und sie kann Ihnen auch das erklären. Ich bitte Sie, machen Sie kurz das Handy mit Lautsprecher und reden Sie, machen Sie einen Dialog mit Ihrer Frau. Das ist ein Festnetztelefon, junge Frau. Das ist kein Ah, das ist ein Mobiltelefon. Festnetz. Herr Maulwurf, guck mal. Bis jetzt, das ganze Situation habe ich schon nicht verstanden. Mir hört das ein bisschen komisch an, weil Was ich möchten Sie mir. denn? Okay, Was ich ist denn der erkläre es Sinn Ihnen. dieses Anrufes, bitte? Okay, ich habe das einmal erklärt und warum brauche Aber ich das nicht nicht mehr mehr. zu erklären? Und ich bin mir sicher, dass Sie haben das Gespräch sehr gut gehört und Sie wissen es, um was es geht, ja? Ich mache das Ganze ganz kurz und ich werde es Schluss machen. Also, ich weiß es nicht, ob sie das gleiche Person ist, die schon die Rolle wie eine Frau spielt und jetzt die Rolle wie einen Mann spielt. Also, Verstehe nicht, was Sie reden. Können Sie mal ein okay, Sie bisschen verstehen. langsamer sprechen? Sie sprechen so schnell. Ich kann das Okay. nicht mehr so gut hören. Okay, ich wiederhole es schon. Das ganze Situation bis jetzt habe ich das nicht so gut gemerkt. Ich weiß es nicht, ob Sie persönlich die Rolle wie eine Frau am Handy spielen und jetzt die Rolle wie einen Mann am Handy spielen mit mir, Was ja? reden Sie für Sau? Nehmen Sie Medikamente oder haben Sie heute Alkohol getrunken? Was reden Sie für wirre Sachen? Okay, alles Rainer, klar. bist du das? Rainer? Wie heißt Ihre Frau? Marianne. Marianne. Geben Sie mir bitte dann Marianne im Handy. Schon, die ist gerade in die Küche gegangen. Schau. Ja, was ist los? Willen! Was machst du schon? Was machst du? Wolltest du erst mit dem Mann reden? Jetzt will ich mich wieder haben. Okay, Marianne oder Herr Hans oder was weiß ich, oder bist du ein Transgender? Ich weiß das nicht. Nein, mit sowas fangen wir nicht an. Wenn hier Guck auf dem mal. Dorf gibt's sowas nicht, da pfarrt jetzt alle weg, Okay, Scheuche. Guck mal. Wie gesagt, wir machen es so. Ich schicke dir eine E-Mail bei dem E-Mail-Adresse von Hans Maulwurf 1946@gmail.com. Ich Ja. schicke da eine E-Mail mit die ganzen Informationen. Ich wiederhole es schon. Wenn Sie bis jetzt mit mir gespielt haben oder wollen Sie mir schon verarschen oder was weiß ich, Sie haben überhaupt gar nichts gemacht, weil ich habe überhaupt gar nichts verloren. Sie haben im Doch. Moment das Geld verloren. Du hast Okay, Zeit wenn verloren, eine Sie halbe Stunde. Mit einem Wahnsinnigen hast du gesprochen, sich hast es nicht geschnallt. Nee,
Kein Problem. Für mich ist es ist ein Vergnügen, ja. Trotzdem habe ich genug Informationen von Ihnen bekommen, ja. Ja, wofür denn? Wofür werde ich das nicht an dich erklären? Trotzdem, ich schicke dir einen E-Mail. Wenn du wirklich Interesse hast, deinem Geld wieder zurückzukommen, schicken Sie mir einen E-Mail zurück. Hallo? Und schreiben Sie mit mir seriös und reden Sie mit mir seriös, okay? Guten Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hallo, Devoska, hier ist Dr. Dimitri von Forensische Klinik Berlin. Wer ist der bitte? Am Handy ist deine Mutter. Deine Mutter grüßt dich schon, ja. Ja, du bist gerade live bei YouTube, du Schlaf. Dr. Dimitri. Schade, ich dachte, die Story kann man noch weiterspinnen.